Der erste Privatbesuchertag auf der Gamescom 2023 neigt sich dem Ende zu. Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Und genau das wollen wir heute die Privatbesucher fragen, die ja ihren ersten Tag hier und heute verbringen durften. Was war das ganz persönliche Messehighlight 2023 auf der Gamescom? Mein Messehighlight waren auf jeden Fall die Indie-Games und die Cosplay-Area. Was hat dir besonders gut gefallen? Welches Indie-Game oder welches Cosplay? Also Cosplay ist auf jeden Fall alle von Harry Potter. Ich meine, ich bin halt großer Harry Potter-Fan. Und von den Indie-Games auf jeden Fall, boah, ich weiß gar nicht, es waren so viele, aber es waren so viele gute dabei und die sind so unterschätzt, deswegen würde ich sagen, einfach alle auf jeden Fall. Mein Messe-Highlight, halt so ein bisschen natürlich die Spiele zu spielen, also man sieht, ich spiele Sonic, aber halt auch mit so ein bisschen den Creatoren auch zu interagieren. Also ich habe da auch mit, keine Ahnung, ob man die kennt, Firebro oder Sam Zockt ein bisschen geredet, Interviews gemacht, weil ja, ich mache auch ein bisschen YouTube, kleiner Content natürlich, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache und ist top, dass man halt wirklich die Möglichkeit hat, Spiele zu sehen, auch ein bisschen Merch zu kaufen und auch die ganzen Cosplay-Sachen, wirklich großen Respekt dafür. Also tolle Sache, Gamescom. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei. Ja, wir wollten gerade nach Halle 9 zu Nintendo gehen. Ich habe noch nichts getestet, aber ich überlege noch, ob ich hier was teste. Also wir sind Cosplayer aus dem Spiel Overwatch und ich bin Tracer, das ist Mercy, Junker, Queen und Anna. Was hat besonders gefallen? So neue Leute kennenzulernen. Auch so welche, die aus dem gleichen Spiel cosplayen. Und ich bin wirklich echt überrascht. Es macht super Spaß. Die Leute sind super nett und es ist riesig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist. Bisher habe ich sehr viele Streamer getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Vor allem Pete's Meet, also Bram und Peter. Das war mein Highlight. Also ich möchte mir vor allem bei Cyberpunk die neue Erweiterung angucken. Phantom Liberty. Also interessiert mich für und würden mir das gerne angucken. Und ich glaube auch Starfield wäre wahrscheinlich noch ein anderes Highlight, was ich auf jeden Fall noch sehen möchte. Bisher ja, Starfield. Und wir haben Bram getroffen und Peter von Pete's Meet. Beide Antworten habe ich eben schon einmal gehört. Welche Freude überwiegt denn? Boah, das ist schwer. Peter getroffen haben. Voll auf Zufall, das ist ein bisschen mehr, weil für Starfield kann ich mich anstellen. Und als was geht ihr? Ich gehe heute als Star Guardian Xayah aus League of Legends. Und ich als Jinx von League of Legends. Ich bin Chainsaw Man von The Anime Chainsaw Man. Mr. Compress aus My Hero Academia, besser bekannt als Boku no Hero. Ich bin Zelda aus Breath of the Wild. Ich bin Jinx aus League of Legends. Der Charakter ist Guts aus Berserk. Ich war als Soldat. Bin welcher bist du? Auf Mission, Freude zu verteilen. Mit ein paar Umarmungen. Und vielleicht auch ein Küsschen. Wie viele Umarmungen hat es heute schon gegeben? Heute, ja, sagen wir mal 20 ungefähr. Das ist aber nicht wenig, ne? Also, nee, eigentlich nicht, nee. Steht die Gamescom dafür? Also für Freundschaft, für Umarmungen, für Herzlichkeit? Ja, doch, eigentlich finde ich schon, ja. Also zumindest vor Corona war es auf jeden Fall sehr hart so. Da sind sehr viele rumgelaufen und waren auch viele Umarmungen. Jetzt leider halt vermehrt weniger. Aber wir versuchen, die Tradition wieder aufrechtzubringen. Ich sag jetzt mal, das meine ich gar nicht böse, ihr seid die unheimlichsten Gestalten, die ich hier bislang auf der Gamescom getroffen habe. Wer seid ihr denn? Wir sind Charaktere aus einem Spiel, das heißt Dead by Daylight. Wie kommt man auf eine Cosplay-Idee, Villager aus Minecraft zu werden? Indem man in Minecraft auf dem Server spielt und sich denkt, ja, was könnte man zur Gamescom anziehen? Und dann, ja, na, komm, lass als Villager gehen. Und was ist euer Villager-Signature-Sound? Was ist denn dein persönliches Messe-Highlight hier auf der Gamescom? Bisher habe ich mir tatsächlich noch nicht allzu viel genau angeschaut, aber bisher hat mir Under the Waves ziemlich gut gefallen. Was ist das? Man könnte es als Tauchsimulator bezeichnen mit Entdeckungen und es ist ein recht schönes Singleplayer Open World. Also ich bin ja auch hauptsächlich hergekommen wegen Nintendo. Die war jetzt seit 4 oder 5 Jahren ja nicht auf der Gamescom. Deswegen war ich sehr, sehr aufgeregt. Und allgemein die Erfahrung zu machen, finde ich einfach unglaublich cool. Ja, mein Kollege war bei Mario Kart 8 dabei, das war saugeil, ey. Der war dabei, hat den ersten Platz abgeräumt. Das war, glaube ich, mein absoluter Highlight. Und mein Kollege hat ein 25 Jahre Jubiläumspack aufgemacht von Pokémon, hat das Shiny Mew gezogen. Saugeil. Und gab es dafür auch einen Gewinn oder wie war das da? Ja, da gab es dafür einen Gewinn. Es war so ein Mario Kart, so eine Figur einfach. Erste Gamescom und ich bin etwas erschlagen von der Fülle und von den Menschen. Aber es ist
sehr schön, dass man überall was Neues und Cooles entdecken kann. Und bis jetzt, ich bin morgen nochmal da, aber das dieser Paintbrush und Tattoo Area von Sea of Thieves ist schon für heute mein Highlight. Viele Stimmen, viele Meinungen. Die Gamescom 2023 in Köln ist angelaufen. Und mit ihnen haben wir wirklich viele Impressionen auch von den Privatbesuchern einfangen können. Was sind die Highlights der Gamescom 2023? Zweifelsfrei. Starfield ist eines dieser Highlights, auf das sich die Gamerherzen ganz besonders freuen, aber auch die kleinen Indie-Spieleentwickler haben dann doch ihre Liebhaber. Unter den Jüngeren sind es dann doch ganz klar die Influencer Montana Black und Co. Aber hier ist, und ich glaube, das ist auch das Herzstück der Gamescom, noch ein richtig toller Mix festzuhalten. Spiele, Influencer, hier ist für jeden etwas dabei.